Baustellen, ob groß oder klein, ständiger Verkehr, in Hongkong regiert der Lärm. Kenny Chen besitzt eine Wohnung im Stadtzentrum. Seine Frau hat unlängst Zwillinge zur Welt gebracht. Die Babys kamen 2,5 Monate zu früh. Meine Frau hat mir gesagt, dass der Lärm womöglich Angst bei ihr und den Zwillingen ausgelöst hat. Womöglich hatte sie deshalb eine Frühgeburt. Seit 2011 beobachtet Hongkongs Regierung die Lärmentwicklung. Gut jeder dritte Einwohner klagt demnach über Lärm, auch in den eigenen vier Wänden. Mediziner sind alarmiert. Es gibt eine ganze Reihe psychischer Symptome, die mit Lärm in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel Angstzustände, Depressionen, Schlafprobleme, Reizbarkeit. Nach offiziellen Angaben sind mehr als 1 Million Einwohner Straßenlärm in einer Stärke ausgesetzt, die die WHO-Grenzwerte überschreitet. Die Stadtverwaltung lässt sich einiges einfallen, um den Krach zu verringern. Um einige Wohnviertel wurden Schallschutzwände gebaut. Doch Hongkong ist extrem dicht besiedelt. Krach ist hier nicht zu vermeiden. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Hongkongs Bevölkerung wächst weiter rasant und mit ihr der Lärm.